Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Ich möchte euch heute drei Varianten eines leckeren ayurvedischen Eintopfgerichtes vorstellen. Das Gericht nennt sich Khichdi und wird aus Linsen, Getreide und verschiedenen Gemüse hergestellt. Es gibt sehr viele verschiedene Zubereitungsarten und verschiedene Linsenarten, die genutzt werden können. Ich nutze sehr gerne Mung und Chana Dal für dieses Gericht. Beginnen wir mit unserer ersten Khichdi-Variante. Ich habe hierfür 100 Gramm Mung Dal genommen. Das hier ist die ungeschälte Mung Dal und diese eingeweicht. Als Kohlenhydratquelle habe ich hier auch 100 Gramm Bulgur genommen. Wie immer nutze ich Zwiebeln, Knoblauch und ein Stück Ingwer. Das Ganze wird klein und fein geschnitten. Beim Gemüse seid ihr freigestellt, das zu nehmen, was euch gefällt. Ich nutze gerne rote Paprika, Mais, Karotten, Tiefkühlerbsen sowie eine mittelscharfe Chilischote. Beginnen wir mit dem Kochprozess. In einen Kochtopf gebe ich zusammen mit etwas Ghee meinen Kreuzkümmel sowie die fein gehackten Zwiebeln. Diese werden leicht golden angebraten. Alternativ zu Ghee könnt ihr auch ein beliebiges Öl verwenden. Wenn die Zwiebeln leicht angebräunt sind, kommen Knoblauch und Ingwer lediglich für einige Sekunden hinzu und werden mit angebraten. Nun kommen meine geliebten Gewürze ins Spiel. Ich gebe hier Korianderpulver, Lorbeerblätterpulver, Currypulver, Garam Masala und Paprikapulver hinzu. Ich esse dieses Gericht ausnahmsweise nicht scharf. Wollt ihr es aber auch scharf haben, dann gebt an dieser Stelle auch Chiliflocken hinzu. Nun kommt eine klein gehackte Tomate sowie unser Mung Dal dazu. Das Ganze wird nun gekocht, bis die Flüssigkeit der Tomate verkocht ist. Das dauert bei mir ca. 4 bis 5 Minuten. Nun geht es daran, die Mung Dal zu kochen. Ich gebe also einen ganzen Liter Wasser dazu. Lasse es einmal aufkochen und anschließend für 50 Minuten köcheln, bis die Dal durchgekocht ist. Ich weiß, das ist ein sehr langer Kochprozess und hat etwas mit dieser speziellen Linsenart zu tun. Salzen nicht vergessen. Nehmt ihr euch die geschälte Mung Dal bei diesem Rezept, dann könnt ihr diese gemeinsam mit dem Gemüse und Bulgur kochen, weil diesen binnen Minuten fertig gekocht ist. Nun, ich brate bei dieser Variante mein Gemüse separat mit etwas Ghee in einer Pfanne an. Ungefähr 3 bis 4 Minuten und mein Herd ist auf der höchsten Stufe. Anschließend rüste ich meinen Bulgur auch in der Pfanne an. Das dauert auch ungefähr 3 bis 4 Minuten und zurzeit mein Herd ist auf mittlerer Stufe. Wenn unser Mung Dal zu 90% gekocht ist, gebe ich alle weiteren Zutaten hinzu und lasse diese für 10 Minuten köcheln. Ungefähr nach weiteren 10 Minuten, unsere erste Khichdi-Variante ist fast fertig. Ich dekoriere das Ganze noch mit etwas Koriander und gebe später beim Essen immer gerne einen Spritzer Zitronensaft hinzu. Ihr könnt dazu auch ein leckeres Chutney genießen. Dazu habe ich auch Videos auf meinem Kanal, die ich euch gerne in der Infobox verlinke. Kommen wir nun zu unserer zweiten Khichdi-Variante.
Ich habe hier jeweils 100 Gramm Reis sowie 100 Gramm Chana Dal genommen und beides gemeinsam in Wasser eingeweicht. Hier ist es nun wichtig, welche Konsistenz eure Khichdi später haben soll. Dieses Khichdi wird eher pumpig aussehen und deshalb kann ich Reis und Linsen später zusammenkochen, obwohl der Reis schneller kochen wird und die Linsen länger brauchen. Wollt ihr eine eher saubere Khichdi, wo der Reis und die Linsen separat sichtbar sind am Ende, dann weicht ihr beide Zutaten separat ein. Wie immer Zwiebel, Knoblauch und Ingwer klein schneiden und dazu nehme ich noch eine Tomate sowie drei mittelscharfe Peperoni. Mögt ihr es scharf, dann greift gerne zur scharfen Sorte. Das alles wird klein geschnitten. An Gemüse habe ich dieses Mal auch Tiefkühlerbsen, Karotten, Mais sowie Kartoffeln und Paprika genommen. Für einen extra würzigen Geschmack habe ich außerdem getrocknete Limette dazu genommen. Beim Gemüse seid ihr allerdings freigestellt und könnt da nehmen, was euch schmeckt. Beginnen wir mit dem Kochen. In einen Topf gebe ich etwas Ghee und röste meinen Kreuzkümmel sowie das ausgesuchte Gemüse darin an. Ungefähr 3 bis 4 Minuten und mein Herd ist auf höchster Stufe. Weiterhin kann ich zu diesem Khichdi-Rezept erzählen, dass eure Khichdi-Kochdauer stark abhängig ist von der Linsensorte, die ihr aussucht. Nehmt ihr zum Beispiel die geschälte Mung Dal, dann ist das Khichdi in 20 Minuten fertig. Das Gemüse entnehme ich nun aus dem Kochtopf und gebe nochmal etwas Ghee, Kreuzkümmel hinzu und brate meine Zwiebel leicht braun an. Anschließend kommen Knoblauch und Ingwer hinzu. Ingwer und Knoblauch nur ein paar Sekunden mitbraten. Nun gebe ich meine Gewürze hinzu. Korianderpulver, Paprikapulver, Kurkuma, Lorbeerblätterpulver, Garam Masala und Salz. Außerdem gebe ich hier auch eine pürierte Tomate und Peperoni hinzu. Anschließend gebe ich Reis und Chana Dal auch hinzu. Jetzt kommt ca. 1,5 Liter Wasser hinzu. Das Ganze lasse ich einmal aufkochen und lassen das Gericht so lange kochen, bis die Dal durchgekocht ist. Der Reis braucht hier nicht länger als 10 Minuten zum Kochen. Jedoch brauchen die Linsen länger. Wollt ihr den Kochprozess beschleunigen? Dann könnt ihr das Ganze im Schnellkochtopf zubereiten. Da dauert es ungefähr 10 Minuten. Ungefähr nach 50 Minuten sind die Linsen nun gut durchgekocht. Dann gebe ich mein zuvor angebratenes Gemüse dazu, sowie etwas Wasser und lasse das Ganze für weitere 7 Minuten köcheln, denn dieses Khichdi gehört etwas flüssiger. Ganz zum Schluss gebe ich in Ghee gebratene Gewürze über die Khichdi und das nennt sich Tadka. Und Tadka ist ein optionaler Schritt, gibt dem Ganzen aber noch einmal eine richtig würzige Note. Ich nutze an Gewürzen hier wieder 1/4 Teelöffel Kreuzkümmel sowie 1/2 Teelöffel grob gehacktes Paprikapulver. Dieses bekommt ihr in dieser Form im türkischen Supermarkt. Ein Stück Chilischote gebe ich auch hinzu und die ganze Gewürze nur ein paar Sekunden anbraten. Diesen extra Schritt mit dem Anbraten oder Tadka der Gewürze ist ein völliger Standardprozess in der pakistanischen und indischen Küche. Ich dekoriere das Ganze noch mit etwas Koriander und gebe später beim Essen immer gerne einen Spritzer
Zitronensaft hinzu. Natürlich könnt ihr auch ein beliebiges Kräuter, zum Beispiel Petersilie, verwenden. Und nun kommt die dritte und letzte Khichdi, die ich euch vorstellen möchte, ist eine Moong Dal Khichdi. Ich nutze hier 100 Gramm Basmati Reis und 100 Gramm Moong Dal Chilka. Das heißt, die Moong Dal ist halbiert, aber mit Schale. Beides wird für mindestens eine halbe Stunde oder auch länger eingeweicht. Zu Beginn wird eine Zwiebel klein geschnitten und in Öl leicht braun angebraten. Ihr könnt ein beliebiges Öl verwenden. Anschließend gebe ich den Knoblauch hinzu, der lediglich für einige Sekunden angebraten wird. Dann kommt der Kreuzkümmel hinzu. Außerdem gebe ich Lorbeerblätter in Pulverform dazu. Und eine klein geschnittene Tomate. Jetzt kommt der Deckel rauf und das Ganze wird so lange angebraten, bis die Tomaten weich gekocht sind. Nun gebe ich eine grüne und rote mittelscharfe Peperoni hinzu. Das ist ein optionaler Schritt für die, die es scharf mögen. Nun gebe ich Reis, Linsen, Salz und Wasser hinzu und lasse das Ganze köcheln bei mittlerer Hitze, bis das Wasser verkocht ist. Und wenn das Wasser verkocht ist, dann müsst ihr schauen, ob die Linsen verkocht sind oder noch zusätzliches Wasser benötigt wird. Gebt dann bei Bedarf etwas Wasser hinzu. Ich dekoriere das Ganze nochmal mit frischem Koriander und frischer Minze. Das Ganze schmeckt auch sehr lecker mit einem Joghurt-Dip dazu. Diese Khichdi-Gerichte sind für jeweils 3 bis 4 Personen. Und Moong Dal Khichdi ist ein sehr leichtes Gericht, was traditionell auch in Krankheitsfällen zubereitet wird. Ich war jetzt nicht krank, aber diese Khichdi-Rezept trotzdem zubereitet und hoffe, dass ihr Gefallen daran findet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben, weil das motiviert mich sehr für weitere Videos. Und schaut auch gerne auf meinem Kanal vorbei. Bis dahin, liebe Grüße, Koch mit Sultana.